Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mist Survival. Und ich weiß jetzt nicht, wird es jetzt Tag oder wird es jetzt hell? Wie spät haben wir es? 6:44 Uhr, es ist gerade Tag geworden. Okay, perfekt. Wir haben ja in der letzten Folge die hübsche Werkbank gebaut. Das heißt, wir kommen den ganzen Schritt schon, ein bisschen näher. Und wir haben höchstwahrscheinlich keinen Bären mehr, der uns hier nervt, oder? Ich wette, der Bär wird hier immer wieder spawnen. Einfach nur wegen den Ressourcen. So. Ich habe auch einen Kommentar bekommen, ich soll das vielleicht ins Anfangszelt tun? Oder war was anderes damit gemeint? Was ist das? Ist das die Kohle, die ausgespuckt wurde? Das Fleisch ist nicht fertig geworden. Ja, Kohle. Oder meintest du im Feuer? Ich habe keine Ahnung. Ich guck mal den Kommentar noch mal an. Also. Der Kommentar hat gesagt. Oh, warte, warte, es wird geladen. Kommentare. Ich glaube, das Fleisch muss beim Feuer, beim Starter sein. Nein, der Starter ist tatsächlich einfach nur. Ja, die Zündhölzer. Damit startest du das Feuer. Das ist seltsam. Ich meine. Oh, Kohle! Da wird die Kohle gelagert. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, Zero. Danke. Ich glaube, ich brauche eine Küche oder so. Ich glaube, ich brauche einen Herd oder irgendwas. Das ergibt Sinn. Weil das Spiel Sinn ergibt. Keine Ahnung. So. Water, Generator, Trash, Essen hier. Ah, Drying Rack haben wir hier. Wir haben Cooking Pot. Darauf sollten wir uns fokussieren. Wir haben jetzt auch nur noch ein Seil, ne? Das wird hier echt gerade ein bisschen kacke. Und ich wollte hier eigentlich aufräumen. Ah, ich hab's vergessen, hier aufzuräumen. Mache ich in der nächsten Folge. Ah, ich muss das trocknen. Okay. Ich muss das trocknen. Dafür brauche ich ein Drying Rack. Auch für das Drying Rack brauche ich Sticks und Lashing. Wie stelle ich nochmal Lashing her? Tree Bark. Okay. Dann wissen wir jetzt, was wir zu tun haben. Und zwar als allererstes gucke ich, habe ich die Axt? Die Axt habe ich hier. Dann fällen wir nochmal ein paar Bäume. Und wenn wir die beiden gleichzeitig fällen können, machen wir das einfach mal. So. Ah, jetzt geht's. Weil ich dehydriere. Oh mein Gott, ich dehydriere. Oh Gott. Empty Bottle. Super. Das bringt mir jetzt auch viel, dass die empty ist. Habe ich was in meinem Inventar? Ah, schmutziges Wasser. Cool. Ach Gott. Und Hunger habe ich auch. Ah, cool. Das nimmt mir Flüssigkeit weg. Wie praktisch. Egal, wir haben jetzt wieder ein bisschen was. Und ich bin voll genesen. Oh, ich bin wieder voll genesen. Oh, ist das toll. Wieder komplett gesund zu sein. Oh, schön. So, ich muss mal kurz mein OBS wieder aufmachen, nur für den Fall der Fälle. Übrigens hat das Spiel das Unreal Engine Zeichen in der Taskleiste. Was ich ein bisschen faszinierend finde, dass die es nicht geschafft haben, sich ein eigenes zu machen. Natürlich ist mein Inventar voll. Oh. Ist das schlimm, Leute? Ist das schlimm? Ja, ich habe Fleisch ohne Ende, ne? Ich habe Nägel. Ich konnte hier doch auch irgendwas aufbewahren, oder? Ja. Packen wir hier mal die Nägel rein. Das Zeug rein. Was ist das? Ein Stein. Stein und hier. Die Kohle. Weißt du was? Dann lassen wir erst mal die Äste liegen und nehmen nur das Tree Bark mit. Und vielleicht ein Blatt. Das war's. Mehr kriege ich nicht. Oh, ist ja armselig.
Okay, Zweige brauche ich aber auch, ne? Zweige. So, ich wette, ich hätte sowieso Zweige haben können, aber hier aufzuräumen ist immer noch ganz schön. Okay, Sticks? Wie viel brauche ich? 7 Sticks, okay. Gib mir 7. Dann geht meine Zeit flöten. Und 2 Lashings. Aber ich kriege nur einen hin. Was habe ich nicht? Oh, beides. Aber ich hab ja noch einen. Ich habe ja noch einen. Alles in Ordnung. Ich habe noch einen. So, und dann müssen wir langsam anfangen, die Küche zu bauen. So, okay. Aber was wir auch noch brauchen, ist auf jeden Fall der Destillator, ne? Ein Eimer. Oh, wo soll ich den denn herbekommen? Ach du Scheiße. So. Den stellen wir. Obwohl, hier könnte ich ne, easy eine Bank hinstellen oder so. Stellen wir den hier hin. Die ist ja eher so Küche. So. Dreh dich in die andere Richtung. Ach, geht doch. Mein Durst. Oh Gott. Ich weiß nicht, wo ich einen Eimer herbekommen soll. Und ich glaube nicht, dass es gut ist. Kann ich das Essen hier reinpacken? Nein. Dass es gut ist, schmutziges Wasser zu trinken. Ich weiß nicht, wie das endet. Wir können ja nicht richtig sterben in diesem Spiel, habe ich soweit bemerkt. Was würde dann passieren? Wollen wir es testen? Wir testen es gleich mal. Ja, trockne, trockne, trockne. Kann ich Blätter auch trocknen? Schade. Kann ich das trocknen? Nein. War Versuch wert. Okay. Ich muss alles mitnehmen. Hier haben wir noch das Zeug. Das wird auch schlecht. Aber ich glaube, dafür brauche ich was anderes. Ansonsten haben wir nichts, ne? So. Kann ich das trocknen? Nein, dafür brauche ich wieder einen separaten Stand. Und einen Grillstand. Oh. Grill. Oh, Grill wäre so einfach gewesen. Besser als. Obwohl, ich kann immer noch einen Grill machen. Cooking Pot brauche ich ja jetzt nicht unbedingt. Wobei das jetzt auch nicht wirklich schwer ist, aber dafür brauche ich 2 Lashings. So, da, Tanning Rack. Bretter, 6 Lashing. Du willst mich doch verarschen. Ja, dann lasse ich das mit den Lashings sein. Das hat keinen Sinn. Stattdessen. Ich würde sagen, hier kommen diese Materialien rein. So, Hölzer. Obwohl, Holz. Soll ich da Holz hinpacken? Animal Fat. Das kann, damit kann ich auch nichts anfangen. Ich sollte auf jeden Fall eine Sache nur für Essen haben. Muss mal rein. Du kommst rein, obwohl du gehörst ja auch zur Kategorie Essen, ne? Ja, so. 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 Und das Animal Fat. So, dann wissen wir schon mal, dass da ein bisschen was ist. Hier haben wir noch mehr Animal Fat. Hier können wir dann so Konserven und so weiter aufbewahren. Oh Gott. Einfach zu wenig Platz. Ich brauche viel mehr Platz, ey. Na komm, packen wir es erstmal hier rein. Oh je. Noch mehr Animal Fett. Wo nehme ich das ganze Zeug her? Und es kann sich nicht mal stapeln. Wie kacke ist das denn? Naja, zumindest ist mein Inventar jetzt ein bisschen mehr aufgeräumt. Und wir haben 3 davon, das ist ganz gut. Oh, Kacke, ist das voll hier. Halt, du kommst woanders hin. Du kommst hier rein. Und du auch. Das, keine Ahnung, ich kann ja rein theoretisch, kann ich die Sachen hier auch hinwerfen, ne?
Verschwinden ja nicht. Ey, hier ist alles voller Holz jetzt. Oh. Shit. Och, Mann, Spiel. Gönn mir doch eine Auszeit, ey. Ah, das passt schon nicht mehr rein. Oh Gott. Ja, dann bleib hier. Und dann guck ich, was kann ich eigentlich so herstellen mit dem Zeug, was ich habe? Nägel könnte ich mir herstellen. Sticks kann ich mir herstellen. Waffen wären vielleicht nicht schlecht, ne? Da, Animal. Aha, das mache ich gerade. Gut. Dann müssen wir uns auf jeden Fall um Lashings kümmern, wenn wir uns einen Bogen bauen wollen. Elektrizität. Klamotten. Racks haben wir, ne? Das bringt mir aber nicht viel. Oh. Was? Leather? Was braucht man für Pfeile? Ach nee, das ist ein Kescher. Hier sind Pfeile. Ah, Sticks. Und hier brauche ich Federn und Arrowhead. Alles nicht so einfach. Oh, Bucket! Gib mir das Bucket. Crowbar kann ich auch herstellen. Ich habe doch alles. Oder muss das hier sein? So, willst du mich verarschen, das Spiel? Okay, es muss im Inventar sein. Alles die Storage da, wo es rauskommt. Okay. Ja, Musik, ich weiß. Jetzt sind Zombies und so in der Nähe. Ich will keine Nägel machen. Und die Zeit vergeht. Sehr schön. Okay, wir haben einen Eimer. Die Zombies sind cool drauf und wollen uns nicht töten. Das ist perfekt. Bis ich endlich mal richtig Munition habe, das dauert noch ein bisschen. Oh, es hört auf. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Vielleicht muss ich erstmal ein paar Leute in meiner Siedlung haben, damit das funktioniert. Frage ist nur, wie. Gut. Wir haben jetzt. Wir packen erstmal die Nägel hier rein. Sehr schön. Damit haben wir einen Eimer. Mit dem Eimer können wir nämlich langsam anstreben, da den hier zu bauen. Dafür brauche ich Steine. Das ist kein Problem. Firewood habe ich. Metal Scraps habe ich. Ich kann alles herstellen. Nur nicht jetzt sofort. Ja, ich bin verwirrt. Kannst du dir das nicht merken, wo ich bin? 30. Oh Gott, ich habe 30. Achso, das sind schon Achter. Oh. Ja, Mr. Flauschig, willst du in dein Wohnzimmer? Dann geh mal rein. Steine, 8. Oh, es hat aufgehört. Halleluja. So, 8 Steine. Und Metal Scrap. Das kriegen wir auch noch hin. Easy. Und damit können wir den hier bauen. 45 Minuten. Verdammt. So. Ja, guck mal. Wir haben sogar das überlebt. So, den Wasser-Dingenskirchens, den bauen. Können wir den hier hinbauen? Das wäre echt gut. Versuche ein bisschen Platz zu sparen. Ja, das geht. Nice. Brauche wahrscheinlich Holz dafür. Ne? Kann ich mir gut vorstellen, weil ich sehe da unten Feuer. Oh, ich dehydriere schon wieder. Oh Gott, ich habe gar nichts mehr zu trinken. Oh nein. Aber es ist alles gar kein Problem. Ich habe jetzt die Möglichkeit, mein Wasser selbst zu sterilisieren. Also nicht sterilisieren. Sterilisieren ist ja ein bisschen gefährlich. Zu filtern. Zu filtern, das ist besser. Sterilisieren ist ja nicht gut für den Körper. So, kein Bär hier. Also, wir brauchen Wasser. Matches und Treebark, ach Gott. Warum macht ihr mir das so schwer? Okay, mit dem Campfire kann ich eigentlich nur Kohle herstellen, ne? Von daher nehmen wir mal die Matches wieder weg. Hallo? Ist meins. Geht doch.
So, was haben wir noch gebraucht? Tree Bark. Ach Gott, wieso braucht man das überall? Ja gut, zum Glück haben wir überall Bäume. Und hier wird dann später nur noch Holz rumliegen. Alles wird voller Holz sein. So. Ja, ist auf jeden Fall wichtig, dass wir Wasser haben. Wäre natürlich geiler, wenn ich komplett meinen Wasserbehälter da reintun könnte, ne? Das wäre richtig fett. So. Sticks. Wo ist das Zeug, was ich so dringend brauche? Habe ich echt nichts bekommen, außer einen? Dann fällen wir halt noch einen Baum. Fällen wir dich. Oh, es geht wirklich. Wir tun es natürlich nicht. Wird später alles nur noch voller Baumstümpfe sein. Einfach nur, weil ich diese Tree Bark brauche. Ich frage mich, ob die Stümpfe höher werden, wenn ich sie weiter oben anschlage. Ich schlage jetzt weiter oben als sonst, ne? Ich brauche eine Kettensäge. Man kriegt da so wenig raus. Oh, das ist nicht gut. Aber ich habe ja hier noch ein bisschen was, ne? Müsste ich. Jetzt 3, 4. Gut, das dürfte reichen, um Wasser herzustellen für mich. 2 Liter ist schon einiges. Oh. Ah. Ah, ich kann das ganze Ding weiter auffüllen. Okay. Kein Wasser drin. Wieso speicherst du kein Wasser? Jetzt muss ich zum Wasser laufen, oder was? Ja gut, dann laufen wir ein bisschen zum Wasser. Füllen nach und kommen wieder. Ich könnte mehr Wasserbehälter gebrauchen. So, Phil. Ja, würde ich sagen, keine Ahnung, 4 Liter reichen erstmal oder was? Ich habe keine Ahnung. Eigentlich müsste ich da einen riesen Vorrat an Wasser anlegen. Eigentlich müsste ich eine Folge lang nur Wasser holen, damit ich wirklich gut klarkomme. Weil es ist ja auch, es ist schon ziemlich teuer, Wasser herzustellen. Und wenn ich bedenke, dass Material hier nicht unendlich ist, könnte man früher oder später ein Problem bekommen. Wo ist mein Wasser? Ah nein, habe ich es im See gelassen? Habe ich mein Wasser im See gelassen? Du bist jetzt aber nicht weg, Wasser, oder? Oh Gott, ich krieg Probleme. Ich krieg richtig Probleme. Oh je. Bitte sei noch da drinnen. Bottle. Nee, ich würde sagen, das ist dann das letzte Mal, dass wir hier laufen und dann suchen wir uns einfach noch eine Flasche. Okay, alles gut. Und wenn wir genug Flaschen haben, brauchen wir auch nur einmal hingehen. Das heißt, wir legen gleich los und suchen uns wieder Wasser. Wobei wahrscheinlich erstmal gleich die Folge zu Ende geht und danach. Ich will ja nicht losgehen und dann wird's spannend. Und dann passiert nichts. Ah, eine Feder. Okay, vielleicht gehen wir dann da hinten hin, ne? Ich weiß nicht, ob wir da schon waren. Wir waren auf jeden Fall auf dem Feld. Aber ich weiß nicht, ob wir in den Gebäuden waren. Vielleicht war unser Inventar auch schon voll. Ich weiß es nicht mehr. So, Water. Nein, 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 nein! Ich kann nicht mehr laufen, ich kann nicht mehr laufen, ich kann nicht mehr laufen. Willst du mich verarschen, Junge? Er ist wieder da.
Oh mein Herz, oh Gott. Hallo, gib mir Wasser? Das kann eine Weile dauern. Dieser miese Drecksbär, pass auf, wenn ich Pfeil und Bogen habe. Vielleicht sollten wir echt mal erstmal Pfeil und Bogen fertig machen, ne? Wäre vielleicht eine Idee. Habe ich das repariert? Nee, das hat sich von alleine repariert. Oh, habe ich mich verjagt. Jetzt ist der Kackbär wieder da. Ich drehe durch. Da läuft er. Na gut, lass uns doch mal ein paar Bäume fällen. Nee, der fällt schon hier unten. Alles gut. Das macht keinen Unterschied. Huh? Ja, endlich mal gibt es ein bisschen mehr. Ich brauche Pfeil und Bogen, um diesen Bären fertig zu machen. Ich will nicht einmal den Schuss verschwenden für den Sack. Erst mit Pfeil und Bogen gehen wir los. Das heißt wahrscheinlich in der nächsten Folge, weil wir sehr viele Bälle. Ich habe gerade zu oft an den Bären gedacht. Zu viele Bäume fällen müssen. Drecksbär. Naja, aber er gibt eine gute Nahrungsquelle ab. So ist es ja nicht, ne? Ich meine, derzeit gibt es wahrscheinlich nichts anderes als den Bären. Von daher sollten wir uns glücklich schätzen, dass er immer wieder neu spawnt. So viel dazu. Muss mich immer mal wieder umsehen. Wie viel habe ich jetzt? 9. 6 Lashings. Wir brauchen für den Bogen waren das 4, oder? Für den Bogen waren das 4. Das heißt, wir brauchen 4 mal 6, 24 davon. Und dann müsste das ja auch langsam trocken sein, oder? Wie lange dauert sowas eigentlich? Ach, Kacke. Textblock, 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 cool. Ja, wieso nicht? About few months to winter. Oh mein Gott! Ist ja noch schlimmer. Es gibt hier Jahreszeiten. Oh mein Gott. Oh, ich werde im Winter sowas von sterben. Oh Mist. Okay, wir müssen an Klamotten denken. Wie soll man denn den Winter überleben? Jetzt habe ich kein Stamina mehr. Geil. So, ich muss Blätter aufsammeln. Winter. Oh Gott, das kann ja was werden. Ich glaube, endgültig sterben kann man hier nicht, oder? Wir werden es herausfinden im Winter, wo man einfach erfriert und dann bleibt man liegen. Weil dann kannst du dich nirgendwo mehr hinschleppen. So. Habe ich wieder Ausdauer? Ich glaube schon. Nee, das muss sich noch ein bisschen regenerieren. Dann stellen wir nämlich einen davon her. Das dauert nämlich ein paar Minuten und da seht ihr, meine Stamina füllt sich wieder auf. Und ich bin durstig. Das muss warten. Hauptsache, der Bär kommt hier nicht angeschissen. Die ist echt wild auf mich. Wo ist denn hier? Einfach alles aufheben hier. Alles aufheben. Da, okay. Wir schmeißen das mal wieder weg. Ich habe wieder kaum was daraus bekommen. Das ist so eine Scheiße. Oh, ich werde so drauf gehen. Oh. Bekomme ich aus dem Stumpf hier noch was? Oh, cool.
Oder kommt da nur noch Holz raus? Kommt nur noch Holz raus. Ah, okay. So, weg mit dem Holz, weg mit dem Holz. Oh, ich bin am... Ja, verdursten. Berli, wo bist du? Ich vertraue dir einfach mal, Bär. Oh mein Gott, da können wir einmal die Folge Wasser holen. Und das Ganze nachfüllen. Ich hab's doch schon richtig gedrückt. Ja, das schöne ganze destillierte Wasser ist jetzt weg. Geil. So ändern sich Pläne. Oh, ein Schluck auf. Stein. Das ist doch kacke, ich bekomme nichts. Wie spät ist das denn? 16 Uhr. Okay, wir haben noch Zeit. Ah, gut, Freunde. Aber ich sehe, wir sind gerade außerhalb unserer Sendezeit geworden, gekommen. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge Mist Survival wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.